Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Im gestrigen Video habe ich es angerissen, 9 Seasons bin ich schon am Start und berichte für euch. Und ich habe mir Season 9 zum Anlass gemacht, mir mal ein bisschen was zu besorgen, Apex Legends mäßiges, dass ich in Videos auch immer ordnungsgemäß gekleidet bin, zumindest die meisten Videos. Deswegen habe ich mir letztens was bestellt, ist vorgestern angekommen. Das Video ist natürlich als Werbevideo gekennzeichnet. Nichts gesponsert, alles selbst bezahlt. Das wollte ich noch dazu sagen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das Paket ist aus Amerika, klar. Apex Legends Shop, den gibt es schon seit Ewigkeiten. Und ich habe jetzt erstmalig was bestellt. Da gibt es ein paar richtig coole Sachen. Da gibt es sogar so eine Art Valkyrie Bomberjacke. Die sieht zwar geil aus, aber damit kannst du dich auf der Straße nicht blicken lassen. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie die Größen ausfallen. Ich habe alles in L bestellt und ja, ach du Scheiße, das ist eine halbe Cornflakes Packung. Ja, schön irgendwelches Verpackungsmaterial. Jetzt muss ich die ganze Scheiße erst mal rausräumen. So, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7. Oh, das ist wie Weihnachten. Nummer 8. Wir fangen mal mit den T-Shirts an oder mit dem ersten. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal edel an. Oh fuck, ich glaube, das fällt echt ordentlich groß aus. Ein Bloodhound-T-Shirt. Sieht sehr geil aus. Machen wir gleich mal passend dazu. Ja, bada. Ein rotes Mützchen. Auch sehr geil aus. Ja, falsch rum. So, passt wie angegossen. Ich habe zwar noch das andere T-Shirt drunter. Es fällt relativ lang aus. Ich habe es in Größe L bestellt, wird aber noch gewaschen logischerweise. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Mütze, auch geil. Mal ein bisschen Abwechslung. So, jetzt haben wir hier ein Horizon-Shirt. Das finde ich auch sehr schön. Mal ein bisschen was anderes von der Optik her. Weiter zurück. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. Ups, da kommst du her, du Luder. So, nächste Mütze. In Grau. So ein bisschen passend zu den T-Shirt-Farben. Also zumindest optisch. Rot passt ja auch nicht zu jedem Shirt. Retuschiert schönen dicken Bauch. Und die Farbe vom Cap mit dem Grün sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. So, jetzt kommen wir zum Loba-Shirt. Es gibt in dem Shop richtig viel Stuff. Es gibt auch Pyjamas, wie gesagt, die Jacken und Thermoskannen, all möglichen Gedöns. Gefällt mir auch sehr gut. Schade, dass auf der Rückseite nicht die Heckansicht von Loba zu sehen ist. Das wäre auch schön gewesen. Noch eine Apex-Mütze komplett in Schwarz. So, komplett in Schwarz. Sieht sehr, sehr geil aus. Auf jeden Fall sehr, sehr schick. Achso, hatte ich eigentlich den Kalender hatte ich gezeigt. Den mache ich gleich noch auf. Da kann ich nochmal 1, 2, 3 Seiten zeigen. Leider gibt es nicht von jeder T-Shirt-Art für jede Legende was. Das muss ich noch dazu machen, sagen. Und jetzt kommt natürlich, wie es bei mir sein muss, als mitunter Pathfinder Main ein
Pathfinder Shirt, Power Up and Ready to Go. Rückseite. Zack. Und jetzt noch der Apex-Kalender. Wenn ihr euch aktuell was bestellt, dann ist der, also bei mir war der jetzt kostenlos dabei. Du hast den Warenkorb, da war der sofort kostenlos drin. Du musst natürlich auch was bestellen, ansonsten kriegst du den nicht. Ach nein, ich habe ja hier noch. Ich habe ja hier noch was. Das hätte ich ja fast vergessen. Mensch. Meine, zur vernünftigen Arbeitskleidung gehört natürlich auch ein Gefäß, woraus man sein koffeinhaltiges Heißgetränk trinken kann. Ja! Auf jeden Fall geil verpackt und ich muss sagen, dafür, dass man es aus Amerika bestellt, ging es recht. Alter, ist das Ding riesig. Zieht euch diesen. Ich habe hier schon eine riesen Kaffeetasse. Die ist sehr, sehr groß. Aber leck mich am Arsch. Sieht sehr ill aus. Was steht denn hier drauf? Misfit, Grifters, Drifters, Outcasts. Sieht richtig geil aus. Nicht weiß innen drin. Da passt ordentlich was rein. Da passen locker zwei große Kaffee rein. Es kann sein, wenn ihr euch was bestellt, ich hatte das Glück, dass es nicht so ist, dass das Paket, das hat mir nämlich ein Abonnent gezeigt, der hatte mir auf Instagram diese Bomberjacke, vielleicht blende ich die auch noch mitten im Video mal ein, von Volt geschickt. Es kann sein, dass so ein Paket auch mal vom Zoll gestoppt wird. Dann wird das aufgerissen. Dann kann es sein, dass das nicht mehr so geil mit dem schönen Apex Legends Klebeband drumherum ist. Und dann kann es auch sein, dass ihr zollmäßig nochmal oben drauf bezahlt. Ihr könnt natürlich das Paket auch schon mit Zollgebühren bestellen. Dann wird es deutlich teurer. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe einfach geguckt, entweder wird es vom Zoll abgekascht oder eben nicht. Ich hatte das Glück, dass es bei mir nicht der Fall war. Und ich muss sagen, das ging echt schnell. Ich glaube, ungefähr eine Woche, da war das Paket schon da. Na, wie gesagt, kommt aus den Staaten. Jetzt versuchen wir mal hier. So, eine Menge Müll und einen schönen 2021er Kalender. Wir machen es mal so. Das ist Gibi. Ja. Zack. Lifeline. Alles alte Bilder, okay. Bangalore. Bloodhound, Mir Arsch, Octane, Wraith, Pathfinder, Watson, Crypto und Revenant. Okay, dass sie da nicht so kreativ waren und ein paar Bilder reingemacht haben, die man vielleicht noch nicht kennt. Scheiß was drauf, er war kostenlos dazu. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr edel aus. Lasst mich mal wissen, was ihr von so allgemein diesem Merchandise-Spaß haltet. Nach 2 Jahren dachte ich mir, komm, kannst du mal machen. Auch diese Anhänger, die an jedem T-Shirt dran waren. Ja, die lässt du natürlich nicht dran, das ist nur Pappe. Aber es ist hochwertig, wie sich das normalerweise so gehört. Von der Qualitativ, als würdest du, von der Qualität meine ich, als würdest du von einem Konzert dir irgend so ein Merchandise-T-Shirt kaufen. Also es ist nichts, kein Billigkram. Ich glaube, so ein T-Shirt, so ein Cap hat um die 22 Euro gekostet. Die T-Shirts auch so 20, 25 Euro. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich bin auf jeden Fall auf Season 9 vorbereitet. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Habt ihr selber schon mal was bestellt? Schreibt es mal in die Kommentare, was es war. Seid ihr mit der Qualität zufrieden? Ja, nein, vielleicht, weil ich hatte wirklich die Befürchtung, Größe L in Amerika oder Größe L hier in Europa oder Deutschland, das ist nochmal ein himmelweiter Unterschied. Aber ich finde, ich bin 1,83. Ich wiege ein paar Kilo. Ich bin ein bisschen seit der Schwangerschaft meiner Frau, bin ich auch ein bisschen in die Breite gegangen. Deswegen Größe L ist perfekt. Das war's. Ich bin auf eure Kritik, auf eure Kommentare gespannt. Daumen da lassen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr sonst allgemein rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch einen richtig, richtig geilen Start von Season 9. Ich lade übrigens gerade, das will ich euch mal noch zeigen, weil bei einigen, falls ihr das tagesaktuell am 4. zum Release seht, es ist
8 Uhr morgens. Ich habe gegen 7.30 Uhr das Season 9 Preload Update jetzt bekommen. Gestern Abend hat es bei mir noch nicht funktioniert. Das als kleine Information, dass es bei mir jetzt funktioniert hat. Wie es mit den anderen Plattformen aussieht, ich habe auf Twitter noch immer nicht gelesen, wann Xbox und PC soweit ist. Ja, jetzt bin ich aber wirklich raus für heute. Wir sehen uns dann heute im Livestream. Für die, die es tagesaktuell sehen, zwischen 16 und 17 Uhr geht's los. Das streamen wir zusammen in die 9. Season rein. Ich habe mega Bock. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao.